Hallo, meine lieben Halbfinalisten, und willkommen zum 12. Dezember, der Halbzeit oder dem Halbfinale zur Weihnachtszeit. Ich sag's gleich am Anfang, wir machen heute nur Kalender. Dafür wird es morgen aber einen der interessanteren Bauten beim Zug geben. Okay, dann haben wir es wieder ausgeglichen. Einfach aus Zeitgründen. Ist im Moment sehr viel zu erledigen und so weiter. Ich habe mir definitiv zu viel vorgenommen mit der Idee, das E-Mail-Postfach aufräumen zu wollen. Letzten 7 Tage 1300 E-Mails verarbeitet, die sich da angesammelt haben. Und es sind jetzt noch etwa 200 übrig. Geht also, aber muss noch erledigt werden. Plus das Tageslicht wird immer weniger. Das ist auch etwas ungünstig. Nein, ich mache jetzt einfach den 12. und dann machen wir morgen am 13. entsprechend etwas Interessanteres beim Zug. So, 12 ist hier. Damit ist die erste Hälfte hier durch, denn die sind ja schön in der Reihenfolge. Genau, gestern hat der Chinese gewonnen. Mit der schönen Drohne. Und deswegen darf er heute anfangen, wenn ich dann irgendwie mit dem Finger da reinkomme. Ah, Finger reinkommen Geräusche. Wir haben schon mal weihnachtliche Farben. Was bist du der? Ist das der Feuerlöscher? Ich erinnere mich, dass ein Feuerlöscher auf dem Karton hinten drauf war. Ja, Feuerlöscher. Okay. Scheint so, als dürfte morgen der Töpfer wieder anfangen. Hoppala. Das ist mir jetzt aber genau vor den Fuß gefallen. Insofern nicht so schlimm. So, wir machen... Hä? Das hier ist ein anderes Teil als das hier. Das hier ist das Teil, was unten nochmal... Ihr seht, dass so einen kleinen Vorsprung hat. Naja gut, das macht jetzt, glaube ich, keinen großen Unterschied. Wir wissen, trotzdem, wie es gebaut wird. Ah, so, jetzt bist du richtig drauf. So. So. Lichtschwertgriff. Du musst an das Ende und du an... Das und wir haben den Feuerlöscher. Es ist ein Dinosaurier-Feuerlöscher. Der löscht eure Dinosaurier, wenn sie brennen. Warum wäre er sonst in diesem Adventskalender? Na, genau, so ist es. Absolut spektakulär. Ja. So, dann holt ihr deinen Gewinnabtöpfer. Hol dir einfach deinen Gewinn ab. Wo haben wir denn die 12. Tür? Da drüben. Okay, machen wir mal. Wir sind beim Feuerkelch. Wie gestern auch. Ist das der letzte Feuerkelch? Ja, das bedeutet, wir sehen gleich eine Figur. Ah, Lord Voldemort. Sehr gut. Ein Lord Voldemort. Na, raus da. Komm. Ich kommandiere hier den dunklen Lord einfach mal rum. So läuft das hier. Hier im Kanal haben alle auf mich zu hören. So. So, oh Gott. Er hat ein Gesicht, kein Rückengesicht. Auf dem Rücken haben wir eine leichte Bedruckung. Ich muss mal eben schauen, ob der identisch ist. Sorry. Mit dem anderen. Dem normalen, den ich ein, zwei Mal schon habe. Und nein. Auch auf dem Körper, auf dem Rücken zumindest. Vorne auch. Ja, vorne auch. Das sind unterschiedliche Bedruckungen. Die Bademäntel sind unterschiedlich gefaltet. Interessant. Das hier sieht mehr aus wie Hugh Hefner. Das hier sieht mehr aus, als wäre es wirklich aus der Harry Potter Welt. Das große Problem ist der Gesichtsausdruck. Was um Himmels Willen ist das? Das sieht nicht aus wie aus Harry Potter. Das sieht aus wie aus A Harry Potter Musical. Was ein großartiges Musical ist hier auf YouTube. Dadurch, dass ich gleich keinen Bau mache, schaut euch das Musical an. Sind, glaube ich, so 2 oder 3 Stunden? 1,5 Stunden? 1,5 oder 2 Stunden? Irgendwie sowas. Lang nicht mehr geschaut. Lohnt sich. Ist nicht unbedingt das beste Starcade Musical, einfach weil es inzwischen auch schon was älter ist. Aber lohnt sich immer noch zu gucken.
Und danach guckt die neuen. Und dann habt ihr auch schon Weihnachten, weil die sind teilweise halt echt lang. Aber ja, Musical-Empfehlung von mir. Alle Sachen von Starkid. Angefangen mit A Very Potter Musical, A Very Potter Sequel und A Very Potter Senior Year. Die Trilogie. Und dann alles andere, weil dann seid ihr eh hooked. Außer, wie hieß das Ding nochmal? Me and My Dick. Der war nicht gut. Das war ein dummes Musical, aber alle anderen. So, was völlig anderes. Wir haben also diesen Voldemort, der durchaus eine nette Bedruckung hat. Leider keine Bedruckung hier auf diesem Rockunterteil. Das ist einfach nur schwarz, aber das ist okay. Das hier ist halt, man sieht es auf Kamera nicht so gut, weil es ist halt grün. Im realen Leben sieht man es deutlich, deutlich besser. Das sehe ich auch bei ihm hier. Die Qualität des Weiß ist besser geworden. Noch nicht wirklich gut, aber besser geworden. Ja, hier in der, im Ausschnitt quasi. Das Weiß auf Schwarz ist etwas besser gedruckt, als es früher war. Immer noch nicht wirklich gut, aber besser. So, und dann hat er diesen wirklich, wirklich albernen Gesichtsausdruck. Was um Himmels Willen machst du damit? Aber hey, es ist klar, es ist ein Voldi. Wir mögen Voldi. Okay, niemand mag Voldi, aber das ist der Punkt bei ihm. Es ist relativ klar, wer hier gewonnen hat, oder? Ja, das war definitiv nicht mal ein Wettbewerb. Herzlichen Glückwunsch an Lord Voldemort. Der kann uns hier auch noch auf dem 2x4er stehen, spektakulär, und er hat natürlich auch noch Zauberstäbe dabei. Nicht, dass wir das noch vergessen. Alles klar, dann machen wir morgen in hoffentlich auch beim anderen Kalender etwas spektakulärer weiter. Wir kommen auf jeden Fall bei Lego zum nächsten Film zu. Wo sind die 13? Da oben. Denn da beginnt der Orden des Phönix. Bis dahin und viel Spaß beim Bauen.